Ja, dann erstmal danke für die Gelegenheit zum Vortragen. Und ich werde jetzt sprechen im Wesentlichen über einen, nennen wir es mal Erprobungsträger. Ich würde noch nicht so weit gehen, es ist Beta zu nennen. Sinn der Sache ist es eigentlich was ganz Banales und Praktisches mit einer Webseite, die ich unterwegs auf dem Telefon aufrufen kann und die mir die POIs, die ich wirklich brauche, praktisch liefert. Was in der Praxis passiert ist, wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, dann, und es geht das Geld aus, wir sind irgendwo, dann wollen wir einen Geldautomaten finden, der, je nachdem wer dran ist, bezahlen, entweder von der Sparkasse oder eben von der Sparda-Bank, wobei es aber eben die Schwierigkeiten gibt, sowohl bei der Sparkasse als auch mehr noch bei der Sparda-Bank. Da hängen ganz viele verschiedene Banken dran. Und wenn ich jetzt anfange zu suchen nach einer Sparda-Bank oder BB-Bank oder Santander-Bank oder Targo-Bank mit einer klassischen Suchmaschine, dann bin ich verloren. Ansonsten kriege ich aber einfach nur eine Liste von allen Geldautomaten. Und das löst dieses Tool, das ist nämlich das Tolle daran, wir sind ja flexibel, wir haben umfangreich getaggt und wir können auch anspruchsvoll suchen. Das Ding findet eben immer gleich ganze Bankenverbünde und findet dann eben einen Geldautomaten, an dem ich als Sparda-Bank-Kunde kostenlos abheben könnte oder einen Geldautomaten, an dem ich als Postbank- oder Deutsche Bank-Kunde kostenlos abheben könnte. Und natürlich auch als Sparkassenkunde. Ich selbst will es ja auch nutzen. So, das ist im Prinzip diese Seite Locate Me. Im Detail hat diese Seite so ihre Tücken. Geolokalisierung auf dem Telefon im Browser ist erstaunlich schwierig, und zwar aus mehreren Gründen. Und einer der wichtigsten Gründe, weshalb es auch ein Erprobungsträger geblieben ist, ist, ich habe keinen Weg gefunden, wenn man es so im Browser aufmacht, wer es jetzt auf dem Mobilgerät aufmacht, wird feststellen, dass er wahrscheinlich eine Fehlermeldung kriegt wegen der Datenschutzeinstellung. Standardmäßig sind die Dinge so konfiguriert, dass man als Website nicht an den Standort des Benutzers herankommt. Da müsste man im Prinzip für jedes Gerät eine längere Anleitung schreiben, wie das genau umzukonfigurieren ist, und da kann man vergessen, dass das jemand benutzt. Es gibt noch ein paar andere Gründe, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Zug irgendwo hinfahre, dann möchte ich gerne auch den Ort haben, an den ich hinfahre und dort die Karte haben, und ich bin nicht so sehr interessiert daran, ob jetzt neben der Bahnstrecke ein Geldautomat ist. Und deswegen habe ich jetzt als Behelf eingeführt, dass man im Prinzip dem Ding einfach den Ort in die URL schreiben kann. Das ist noch ein bisschen experimentell. Zum Beispiel, wenn ich jetzt bei mir zu Hause einen Geldautomaten suchen würde, könnte ich hier einfach hinterschreiben, Troisdorf. Geht im Prinzip auch mit Bonn und allem anderen. Das orientiert sich momentan noch an der Node mit der niedrigsten ID, die diesen Namen hat, weil die meisten Objekte ja mehrfach vorkommen. Das wird sicherlich nur durch etwas Besseres zu ersetzen sein. Aber gut, kommen wir erstmal zum groben Überblick. Das Ding ist eine einfache HTML-Seite. Das ist das Wichtige daran. Denn ich würde mir wünschen, ich bin super schlecht in Benutzerführung. Das Ding ist, neben dem Problem mit der Geolokalisierung, ist es alles andere als schön zu benutzen. Das stört mich nicht, dafür bin ich zu sehr Techniker. Und ich würde mich einfach freuen, wenn Leute, die ein bisschen mehr Erfahrung mit Benutzerschnittstelle haben, das Ding einfach nehmen und verbessern. Hat zum Beispiel bei der Overpass Turbo auch geklappt. Da gab es ein ganz öseliges Tool von mir und jetzt haben wir diese viel bessere Overpass Turbo. Deswegen so ein bisschen die Hoffnung, dass auch das dann irgendwann mal zu was Benutzbarem mutiert, wenn das mal jemand in die Finger nimmt, der ein bisschen mehr Ahnung von Benutzerdesign hat. So, das ist deswegen eine einfache HTML-Seite. Das JavaScript stellt uns freundlicherweise Open Layers zur Verfügung. Die Map-Tiles kommen in dem Fall vom deutschen Stil, von teilopenstreetmap.de, rettet mich jetzt, wie wir gesehen haben, speziell in diesem Vortrag. Und die Daten kommen von der Overpass-API. So, was macht Open Layers? Open Layers kümmert sich eigentlich um fast alles. Es kümmert sich darum, dass die Tiles zu sehen sind. Es kümmert sich vor allem darum, dass die OSM-Daten direkt als Vector-Overlays kommen. Das heißt, also, ich muss mich gar nicht um irgendwelche Konvertierungen zwischen OSM-Daten kümmern. Ich kann einfach das, was die Overpass-API ausspuckt, einfach auf der Karte darstellen. Es hat eine ziemlich gut durchdachte Finger- und Maus-Ereignisbehandlung, übrigens auch in einigen Punkten besser als Leaflet, weshalb ich momentan wieder eher auf der Open-Layers-Seite bin. Und es lässt sich smartphone-freundlich einstellen. Es hat ein bisschen gedauert. Das Ding hat ursprünglich eine etwas seltsame Auflösung gehabt. Tatsächlich hat diese Zeile hier dazu gesorgt, dass sich viele Smartphones freundlicher zu dieser Webseite verhalten. Im Wesentlichen, weil zu viele Smartphones dachten, wenn sie eine Website aufrufen, dass die für einen Desktop-Rechner optimiert wäre und deswegen die Tiles in einer völlig irrsinnigen Auflösung angezeigt haben. So, kommen wir zu der Frage, was die Overpass-API dabei macht. Gut, sie stellt die Daten zur Verfügung, ganz konkret. Wir sollten nie vergessen, es gibt hier zwar auch diese API, aber diese API ist ausgerichtet auf die Editoren. Die sollte man als Datenendnutzer am besten gar nicht nutzen. Deswegen ist sie auch nicht so bequem anzufragen. Es gehört explizit zur OSM-Philosophie, dass man stattdessen den Planet und Diff-Files herausgibt.
also letztlich einen Stream von Daten herausgibt und es letztlich Sache ist von den Datenkonsumenten auf der ersten Ebene, die irgendwie für die endgültigen Datennutzer zur Verfügung zu stellen. Die Overpass-API erlaubt es eben, hält nach, was in der Datenbank passiert und erlaubt es, die Daten aus der Datenbank dann oder beliebige Extrakte aus der Datenbank herauszuziehen. Und zum Beispiel eben alle Geldautomaten der Deutschen Bank, Commerzbank und Postbank. Und da kommen wir eigentlich zum eigentlichen Herzstück der Seite, wo auch im Prinzip beliebig, wo man sehr, sehr viel Herzblut reinstecken kann und was mal wieder das endlose Thema, wie ticken wir richtig, betrifft. Nämlich, ich stelle mich auf den Standpunkt, es kann sehr viele Interpretationen geben und wir müssen einfach, wir als Datenkonsumenten in diesem Fall, weil nicht wir als Endnutzer, aber wir als diejenigen, die Tools schreiben, die Daten konsumieren, müssen einfach mit den vielen Möglichkeiten umgehen. Zum Beispiel das hier halte ich für völlig legitim, dass das hier als Node Amenity ATM getaggt ist. Das ist ein einzelner Geldautomat, der in der Hausecke steht. Das ist völlig berechtigterweise eine Node. Während andersherum, es ist auch völlig berechtigt, dass ich bei einer Bankfiliale einfach nur dran schreibe ATM Yes, denn es ist in seinem Wesen nach eine Bankfiliale. Ich möchte auch nicht hier gehen und Kontoausdrucksdrucker mappen. Genauso kann ich mich eben auf den Standpunkt stellen, ich muss nicht jeden Geldautomaten einzeln mappen. Deswegen ist es vollkommen legitim, dass es hier zwei verschiedene Varianten gibt. Das sollte man nicht aus dem Auge verlieren. Deswegen ist es unsere Aufgabe, wir können nicht von den Leuten einfach vorschreiben, ihr müsst jede Bankfiliale automatisch um einen Geldautomaten ergänzen. Da sagen die Leute uns zurecht mit, die Mapper uns zurecht mit, wir haben Besseres zu tun, als redundante Informationen einzupflegen. Deswegen ist es unsere Aufgabe, nach beidem gleichzeitig zu suchen. Und da gibt es noch mehr von. Dann gibt es eben die Frage mit, schreibe ich das in den Name rein oder schreibe ich das in den Operator rein? Da gibt es auch richtige Kriege drum im Wiki und vor allen Dingen auch Leute, die den Finger drauf haben mit wir wollen aber das eine oder wir wollen das andere. Ich dachte ja eigentlich, dass es so einen Trend von Name zu Operator gibt, aber nach dem neuesten Lesen der Mailinglisten gibt es momentan auch wieder einen Trend von Operator weg, aus irgendwelchen Gründen. Interessiert mich nicht, interessiert den Durchschnittsmapper noch weniger. Nämlich der Durchschnittsmapper sieht, da ist so ein Automat, dann ist da drüber so eine rote Leuchtschrift Sparkasse. Dann kann ich vollkommen zu Recht von einem Laien oder kann ich von einem Laien nicht mehr arbeiten, erwarten, als dass er die Schlussfolgerung trägt mit, die Maschine da unten hat diesen großen roten Namen und deswegen ATM, und deswegen Amenity ATM und Namen Sparkasse Tech. Deswegen ist es vollkommen legitim, sowas zu finden. Gleiches gilt für den etwas engagierteren Mapper, der nachvollziehen kann, dass das mehr ein Operator als ein Name ist. Da ist es eben auch vollkommen legitim, wenn der Operator schreibt oder eben eins später. Es wird die Leute geben, die sagen mit, okay, es ist rein, wissen wir als Deutsche so, im Prinzip Sparkassen in irgendeiner Form gibt es überall und im Prinzip muss man nur auf die Stadtgrenzen schauen, dann weiß man, wie die Sparkasse konkret heißt. Deswegen ist es vollkommen legitim, wenn man schreibt, es ist die Sparkasse. Welche konkret werden die Leute schon rauskriegen? Aber es ist eben auch legitim, wenn jemand sagt, mit mich interessiert, dass es die Sparkasse Münsterland Ost ist, dass er reinschreibt, Stadtsparkasse irgendwo, also Münsterland Ost oder eben Kreissparkasse Köln oder was auch immer. Und deswegen ist es unsere Aufgabe, flexibel zu suchen. Und siehe da, das geht. Wir suchen mit einem regulären Ausdruck nach Sparkasse mit kleinem oder großem S. Und das deckt alle Varianten, die wir uns hier vorstellen können, ab. Und andererseits hilft uns da tatsächlich mal das ansonsten ja eher etwas unsägliche Markenrecht. Nämlich wir werden nachher sehen, es gibt auch keine, man muss da auch nicht mit Fehltreffern rechnen. Die Fehltreffer sind so wenige, dass man sie von Hand reparieren kann. So. Das ist, wie gesagt, die Erkenntnis. Alles kommt vor. Es ist unsere Aufgabe, darüber nachzudenken, also eine Suche zu formulieren, vor allen Dingen das Gegenteil einer Suche zu formulieren. Das werden wir auch gleich nochmal tun. Und zu sehen, wie viele Treffer gibt es, die zweifelhaft sind. Und dann die Suche so lange zu verfeinern, bis die Suche so viele, oder bis es nur so wenig Zweifelsfälle übrig bleiben, dass wir sie von Hand bearbeiten können. Das heißt also, das wollen wir jetzt mal konkret anschauen. Zum Beispiel ist es ein Problem, wenn wir sagen, wir akzeptieren alles als Geldautomat der Sparkasse, was entweder ein Name-Sparkasse-Tag oder ein Operator-Sparkasse-Tag hat. Da können wir zum Beispiel mal suchen, gibt es Dinge, die Sparkasse heißen, aber überhaupt nicht ein Operator, aber einen Operator haben, der aber nicht die Sparkasse ist. Weil es vielleicht ja eine dämliche deutsche Bankfiliale gibt, die irgendwo in einer uns nicht bekannten Stadt in einer Sparkassenstraße liegt, weshalb die Filiale der Deutschen Bank ja vielleicht Sparkassenstraße heißen könnte. Gibt es zum Glück nicht. Das können wir eben genau nachsuchen, indem wir einfach mal eine etwas komplexere Abfrage nehmen. Wir suchen nach Node Amenity ATM mit Name Sparkasse und mit einem Operator, das ist diese Zeile, also und mit das Tag-Operator ist gesetzt und das Tag-Operator enthält aber nicht den Teilstring Sparkasse.
Das sieht jetzt erstmal sehr kompliziert aus, aber man kann es im Prinzip fast mitlesen. Wir suchen Nodes, die Geldautomaten sind, das findet man so im Wiki, die im Namen den Teilstring Sparkasse enthalten, mit großem oder kleinen S, die einen Operator-Tag gesetzt haben, wo das Operator-Tag aber nicht die Sparkasse ist. Und dann stellt man fest, das sind nur 6 Treffer. Die kann man tatsächlich mal von Hand abarbeiten. Und vor allen Dingen, die sind auch alle, die würde ich mir sogar zutrauen, von Hand ohne Ortskenntnis zu reparieren. Hier im Saarland gibt es die Sparkasse einmal mit 2a. Da es bestimmt keinen einzelnen Geldautomaten von einer einzelnen Sparkassenfiliale gibt, erlaube ich mal davon auszugehen, dass es einfach ein Tippfehler ist. Hier haben wir KSK Esslingen, glaube ich, drinstehen, was mit Sicherheit eine Abkürzung für Kreissparkasse Esslingen ist, wenn der Name dieses Geldautomaten zugleich Kreissparkasse ist. Hier haben wir das Gleiche. Da steht, glaube ich, der Ortsname drin, ohne den Zusatz Sparkasse. Hier steht irgendwie der Ort drin, wo der Automat steht als Operator. Das ist ja eigentlich der einzige Zweifelsfall hier. Hier haben wir einen Namen Sparkasse. Übrigens, nochmal zur Erinnerung, übrigens nochmal zum Loben und für meinen vorherigen Redner, das ist die Ansicht stammt aus der Overpass Turbo, die sehr, sehr angenehm ist, um sowas zu machen. Und hier haben wir den einzigen Zweifelsfall. Da steht nämlich drin Name Sparkasse und Operator Landesbank Berlin. Da weiß ich jetzt nicht, ich weiß tatsächlich nicht, ob die Landesbank Berlin zum Sparkassenverband gehört, deswegen würde ich mir nicht zutrauen, das umzutecken, aber da kann man ja dann durchaus mal Berliner Mapper zu fragen, ob das legitim wäre, das anzupassen. Und das ist 6 Nodes editieren, ist in einer Stunde gemacht, beziehungsweise schlimmstenfalls muss man mal eine E-Mail schreiben, um den Fall zu klären. Und das Wichtige ist, wir haben dann nicht nur unser Problem gelöst, dass wir eine funktionierende Suche haben, wenn wir dann nämlich nach Name oder Operator suchen, sondern wir haben auch die Daten verbessert. Denn das Problem hat anschließend auch niemand mehr. Jeder kann danach Geldautomaten der Sparkasse finden, indem er einfach sucht nach Geldautomaten, die Sparkasse im Namen oder Sparkasse im Operator oder im Operator haben. So, das ist das, was ich eben auch hier schreibe. Wir analysieren es, wir diskutieren es mit anderen Mappern, passen es an oder korrigieren am Ende die Woche. Und genau dieser Akt, dass wir eben durch den Prozess an den Begriff, was ist ein Geldautomat der Sparkasse, zu klären, durch diesen Prozess dieses zu klären, schaffen wir eben auch Mehrwert. Und deswegen ist das eine ganz wichtige Sache bei und da auch tatsächlich Energie reinzustecken. So, das führt dann zu einer fertigen Suche. Die sieht jetzt immer wieder viel schlimmer aus, als sie in Wirklichkeit ist. Deswegen habe ich das mal so ein bisschen eingefärbt. Im Prinzip, hier vorne wiederholt sich, dieser ganze Block hier oben wiederholt sich nur einmal für Nodes und einmal für Ways. Bei den Ways müssen wir noch die Geometrie sammeln mit diesem Operator hier, ohne auf die Details einzugehen. Und ansonsten wiederholt sich der Block. Deswegen habe ich das hier auch grün und weiß eingefärbt. Wir kombinieren einmal die Variante mit Amenity ATM, also die Variante alleinstehender Geldautomat mit der Variante Bankfiliale. Und zum anderen kombinieren wir eben alle Fälle von Name Sparkasse mit Operator Sparkasse. Und ja, es ist eine Menge Text, aber das tut dem Computer ja nicht weh. Das Netzwerk ist breitbandig genug. Wir können die Abfrage problemlos einmal hin und her schicken. Wir können auch mit Cut and Paste diese Abfrage ziemlich problemlos erstellen. Und wir haben damit das Problem nachhaltig gelöst, ohne dass wir irgendeinen Mapper beleidigen müssen mit du hast aber die Bankfiliale als Geldautomat getaggt oder umgekehrt und haben ein funktionierendes Suchtool und haben auch noch die 6 Fälle, die tatsächlich offenbar diese 6 obskuren Fälle, die offenbar dann tatsächlich auch Fehler waren, auch noch nebenbei repariert. So, ähnliches mit dem Datenaufbereiten. Das ist ein Punkt, wo ich ganz gerne eigentlich fast schon das aufgreifen würde, was Martin jetzt gerade gesagt hatte, von wegen in Map.css ein Pop-up zu realisieren. Das ist nämlich eigentlich der gleiche Mechanismus. Ich möchte gerne, wenn ich darauf klicke, auf so einen Treffer, dann zeigt er mir an, in unserem konkreten Fall zumindest mal die Adresse. Das ist auch, eine Adresse rauszukriegen aus OSM-Daten, ist ein erstaunlich komplizierter Prozess. Es kann sein, dass irgendwo Address Full steht. Zum Beispiel jetzt hier in diesem fiktiven Beispiel Universum Ring 42 am Rande des Universums. Dann würde ich das auch so übernehmen wollen. Denn das Tag wurde eigens geschaffen für Fälle, in denen die Adressierung komplizierter ist als Straße-Hausnummer. Es gibt den Fall, dass einfach ganz klassisch Straße und Hausnummer steht. Dann können wir das auch einfach benutzen. Und es gibt den Fall, dass gar nichts sinnvoll drin steht. Dann können wir auch problemlos Nominatim benutzen, denn es ist dafür da, es zu benutzen. Und insgesamt alles dreien, das ist wieder das Wichtige. Und das ist das Wichtige, wo ich auch zu ermuntern möchte. Es lässt sich problemlos kapseln in einer einzigen Abfrage, get postal address,
die sich darum kümmert, die ein OSM-Element oder im Prinzip kann es eben auch GeoJSON sein, entgegennimmt und auswertet, was sind für Text dran und daraufhin entscheidet, irgendeinen Text zurückzugeben, der dann eben am Ende Universum Ring 42 ist. Und der Code ist wiederum völlig unabhängig von diesem Projekt, der ließ sich wieder problemlos teilen, weswegen ich auch anregen möchte, die Sachen zu teilen und extra jetzt diese Wiki-Seite angefangen habe, wo man dann diese Dinge hoffentlich mal ablegen kann. Ich werde dieses Adressskript gleich da ablegen. So, das heißt also, Fazit ist, zum einen, die Karte lässt, ich hoffe, dass sie aufgrund des Vortrags, die man jetzt auch mal diesen Erprobungsträger nimmt und einfach mal verbessert mit einem guten Benutzerinterface, vielleicht auch mal mit irgendwas schön, irgendeiner schönen Reaktion auf dieses Problem mit der Geolokalisierung. Denn eigentlich ein Nutzen hängt davon ab, dass man Suchen umfassend formuliert. Eben zum Beispiel jetzt bei den Geldautomaten sich mal Gedanken drum macht, was fasse ich da zusammen. Eben, welche Banken gehören zu dem Verbund diesem Verbund namens Cash Group, wo dann die Deutsche Bank zum Beispiel dazu gehört. Oder aber auch, was für Varianten gibt es bei der Sparkasse, das haben wir ja jetzt ja erschöpfend diskutiert. Und dann eben auch, wenn man die Zweifelsfälle, die dann übrig bleibt, denn beim Formulieren der Suche arbeitet man sich immer runter. Man findet einen Haufen Treffer, von denen man es nicht weiß, dann entscheidet man, diese Klasse von Treffern gehört dazu, diese Klasse von Treffern gehört nicht dazu und am Ende ist man eben bei einer sehr kurzen Liste, wie jetzt gerade wie mit den 6 Treffern, wo wir nicht sicher waren, sind das Sparkassen oder sind das keine Sparkassen und eben auch diese Zweifelsfälle klären und fliegen. Das erhöht nämlich die Datenqualität. Das ist etwas, wovon OSM sehr stark profitieren würde. Und eben auch vom Text aufbereiten. Da würde ich eben auch hoffen, dass man da anfangen kann, den JavaScript-Code, diese Schnipsel zu teilen, die auch im Prinzip sowohl mit OpenLayers als auch mit Leaflet funktionieren oder funktionieren sollten. In der Hoffnung, dass wir da ein bisschen gegen den Renderer alleine anstinken können, wenn man sagt, es gibt genug Projekte, die das alle konsistent in einer gewissen Weise anzeigen, dass es dann nämlich eben auch Mapper dazu animiert, es so zu mappen. Und eben diese Dinge sind ja dann relativ offen, weil sie dann zum einen im Wiki stehen, gut, was noch nicht so viel hilft, aber zum anderen von vielen Projekten eingebunden werden. Wenn man davon ausgeht, dass jeder mal auf den Code draufschaut, wird es wahrscheinlich relativ stabil werden. Und für mich persönlich sind die Dinger bereits im Alltag nützlich, aber ich bin auch schmerzfrei, was das Umgehen von technischen Restriktionen angeht. Wie gesagt, insofern ist da noch sehr viel Spielraum für eine bessere Benutzerschnittstelle. Zum Ausprobieren lade ich aber trotzdem herzlich ein. Und bedanke mich jetzt erstmal für die Aufmerksamkeit. Ja, danke Roland. Du hast eine Frage. Ja, mehrere Fragen. Also das Erste, du meintest gerade, du würdest diesen Locate-Me-Code ins Wiki hochladen? Der Locate-Me-Code selbst ist im Rahmen vom Projekt auf GitHub sowieso. Ist es ein eigenes Repository oder ist es... Das ist in dem Overpass-Repository. Also da wäre ein eigenes besser, dass man halt nicht die ganze Overpass-API forken muss, wenn man was das vorschlagen muss. Das ist richtig, ja. Das wäre das Erste. Dann, du hast die Queries, die du jetzt gezeigt hast, das war ja OpenSQL, soweit ich das verstanden habe. Genau. Das, was wir vorhin bei Martin im Query-Fenster gesehen haben, das war dieses OpenSXML. Ja. Und das sind beides im Prinzip Abfragesprachen für die OpenSAPI. Das ist richtig. OpenSXML ist historisch älter. Wie immer habe ich versucht, so ein bisschen auf Benutzerreaktionen zu reagieren. Als ich die OpenSQL versucht habe zu publizieren, kam einfach mehrfach von vielen Leuten unabhängig die Rückmeldung mit, das ist aber sperrig lang und hässlich. Daraufhin habe ich meintest die OpenSXML? Genau, die XML. Daraufhin habe ich dann eben die OpenSQL nochmal neu aufgesetzt. Aber wie das ist, alte Dinge verschwinden nie. Deswegen wird es wahrscheinlich auf alle Zeiten beide Sprachvarianten geben. Ich persönlich würde eher die QL benutzen, aber auch in OpenSQL Turbo funktionieren beide Varianten, sowohl QL als auch XML. Gibt es Bestrebungen, eine OpenSQL 2.0 oder sowas zu machen, die dann vielleicht nutzerfreundlicher ist oder so? Also okay, das Beispiel. Bei der Benutzerfreundlichkeit ist noch viel Spielraum nach oben. Wie gesagt, ich bin Techniker schmerzfrei und deswegen wären viel benutzerfreundlichere Sachen denkbar. Aber ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ich bin einfach alleine zu betriebsblind, um das weiterzuentwickeln. Wenn Leute auf mich zukommen mit konkreten Wünschen, das Ding nochmal neu aufzusetzen, bin ich dem durchaus aufgeschlossen. Aber dann werde ich das maßgeblich unterstützen, aber es muss jemand wirklich so engagiert federführend dahinter stehen, dass man dann quasi, dass ich nicht sozusagen, also ich gezwungen bin, mehr zu machen, als einfach nur Sachen dran zu flicken. Sonst würde ich nämlich genau das tun. Also
würdest du eher sagen, dass die Sprache einfacher werden muss oder eine GUI davor, die die Sprache generiert? Oder also zum Beispiel gerade, dass ich jedes Mal Way und Notes das alles doppeln muss, regt mich persönlich jetzt am meisten auf. Ja, ich denke mal, der Weg, der dazu gehen ist, ist eher das, was Martin vorhin auch schon hat durchblicken lassen, dass man sagt, man findet oder was an Martin gewünscht wurde, dass man sagt, man findet irgendeine Form von Presets, die übliche Fälle abdecken. Dann müsste man überlegen, wie man sowas sinnvoll teilen kann. Dass man sagt zum Beispiel eben sowas, man hat irgendwo etwas stehen, ich sag mal ganz platt gesagt, man hat irgendwo auf der deutschsprachigen Sparkassenseite steht jetzt drauf, Geldautomat, also auf der deutschsprachigen Seite über Sparkassen, im deutschen OpenStreetMap-Wiki steht drauf, Geldautomaten finden Sie mit dieser Abfrage, Klatsch. Das ist natürlich noch furchtbar unbequem, weil man sie von Hand kopieren muss, aber im Prinzip ein Template-System mit oder ohne Wiki, was auf dem Stil funktioniert, dass man sagt, man hat ein Stichwort wie Sparkassen oder Geldautomaten der Sparkasse, das einem, da wo ich dann sagen, ich möchte alle Geldautomaten der Sparkasse, was er dann intern nachschaut, wie die zugehörige Query aussieht. Ich denke, das ist der Weg zu gehen, aber also das ist so, eben so viel Art Arbeit, Community die ich nicht alleine für machen kann. Abfragen, vielleicht auf Basis von Opas Turbo oder genau. So, aber halt, dass man, dass die genau. Leute das halt teilen können und das genau. Letztlich langfristig wäre es dann auch in einer anderen Sprache, weil ich meine, wenn man sozusagen sagt, man hat das einmal am Laufen in irgendeinem Stil, dann wäre es sinnvoll, es so weit zu verallgemeinern, dass es möglichst viel abdeckt. Also dann würde ich wenigstens wieder zu Map.css zurück wollen. Die OpenPassQL orientiert sich eigentlich sehr eng an Map.css. Auch wenn es einfach, weil die beiden Dinge verschiedene Ziele haben, nicht 100% übereinander liegt. Die Hoffnung wäre sozusagen, wenn man einmal angefangen hat, in die Richtung zu gehen, wenn man sagt, man hat sozusagen genug Interesse, dass man über Abfragen sprechen kann, dann kann man eben gucken, dass man diese Sprache noch wieder vereinheitlicht. Dass man sagt, man hat tatsächlich eine Formulierung, mit der ich sagen kann, Geldautomaten gibt es in diesen Varianten und das ist eine abschließende Liste. Und das wird sicherlich nicht in QL sein, aber das wie die Sprache aussieht, weiß ich nicht. Und das hängt auch davon ab, wer dann letztendlich da mitmacht. Das ist fast schon ein eigenes Projekt. Das wird nicht wesentlich einfacher sein, als die Dinge zu mappen. Ja, und dann stellt sich, wie Jochen gestern ja schon gesagt hat, die Frage, ob man da eine Definition macht oder halt ja mehrere. Aus meiner Sicht muss man es auch irgendwie abstrahieren. Also dass nicht immer die Tools entscheiden, welche verschiedenen Arten und Weisen es gibt, sondern dass man das halt auch irgendwo dokumentiert. Ja. Das ist richtig. Nur eben sollte man bedenken, das Problem ist, wir reden seit Jahren über genau diesen Prozess und zusammen, wenn man darüber redet, es wäre schön, das zu haben, macht es keiner. Deswegen sage ich jetzt ich gehe einfach mit dem Tool vor, wir fangen mit einer vollkommen unperfekten Lösung an, die aber immerhin diese Dinger malen kann und dann kann man sich mal vorarbeiten, wenn die Leute sehen, dass es nützlich ist, dass es gehen kann, dann kann man immer noch mit einer grundlegenden neuen Version starten und das einfach mal auf ein solideres Fundament stellen oder auf eine breitere Community-Basis. Okay, weitere Fragen? Hast du die 6 Sparkassen geändert? Nein. Aus pädagogischen Gründen für den Vortrag. Hättest du Angst vor dem Frederik? Wieso sollte ich Angst vor dem Frederik haben? Es fällt für mich schon irgendwie, also ich könnte mir vorstellen, dass das Diskussionen nach sich zieht in Bezug auf automatisiertes Ändern, keine Lokalkenntnisse und so weiter. Wir dividieren einmal 2 Sachen auseinander. Wir sprechen über automatisches Finden. Oh, Frederik steht auf. Also normalerweise schimpfen wir dann, wenn die Leute Dinge automatisiert, also der Threshold ist da, wo Leute Dinge tun, ohne das einzelne Objekt wirklich anzuschauen. Wir verlangen ja nicht, dass die Leute wirklich jetzt sich in Zug setzen und dahin fahren, aber wenigstens im Editor, also so wie Roland das beschrieben hat, ja, ich kann die schon automatisiert suchen, die Dinger, und dann gucke ich mir das an und dann schaue ich, aha, das ist in meinem Ort, der heißt so und so und das ist in einem Gebäude, das heißt, ich schaue mir das im Editor an, das reicht schon, ein Mensch guckt drauf und fällt eine Entscheidung, das ist dann völlig in Ordnung. Niemand sagt, dass man dahin fahren muss. Probleme gibt es immer dann, wenn Leute sowas skriptgesteuert machen. Also wenn der Roland jetzt hingehen würde und würde sagen, naja, ich habe hier 58 gefunden, die passen nicht in mein Schema und weil ich davon ausgehe, dass der Operator bei allen von denen Sparkasse sein muss, weil die heißen ja schon Sparkasse, und dann mache ich ein Skript, das einfach sagt, set Operator gleich Sparkasse, where Name contains Sparkasse, und zack, dann update ich die. Das ist halt das, was wir nicht wollen, weil wir dann davon ausgehen, so wie Jochen sagte neulich mit diesem McDonald's-Dings da, dann gehen wir davon aus, dass es eben doch vielleicht Fälle gibt, wo dann irgendwas durch die Ritzen fällt, so wie Roland sagte, da ist eine deutsche Bankfiliale in der Sparkassenstraße oder irgendwie komische Sachen, mit denen man nicht gerechnet hat.
Und, aber wenn ein Mensch auf die einzelne Situation guckt und die bewertet, dann ist das völlig okay. Nicht okay ist halt bloß, wenn man mit dem großen Rechen drüber geht und sagt, so, jetzt wird das hier mal alles gleich gemacht. Danke, Frederik. Weitere Fragen, Anmerkungen? Nur Mut. Ich dachte eigentlich, also ich beziehe mich jetzt auf diese, finde meine Position auf der Karte automatisch in mobilen Browser oder im Browser. Kann das OpenLayers in der Zwischenzeit von selbst oder hast du da noch Code dazu schreiben müssen? Das ist mittlerweile ein Schlag-mich-tot-Standard von, ich weiß nicht, also irgendeine Variante von W3C-Standard. Das ja, klar, ich kenne den Standard, aber die Frage war, ob du noch, ob das OpenLayers von sich aus kann oder wie, also zum Beispiel in dem anderen Framework, das Namen mir gerade nicht einfällt, das neue ist, aber nicht so viel kann. Es ist nicht verboten, Leaflet zu sagen. Es ist auch nicht, ich habe da auch keine Berührungsängste mit, ich arbeite mit beiden, aber also der Punkt ist, der Standard ist da sehr explizit. Die ganze Abfrage dauert gemäß dem Standard 5 Zeilen. Und da sehe ich jetzt Druck, dass man sozusagen in OpenLayers, Leaflet oder wem auch immer eine Wrapper-Funktion schreiben muss, die 5 Zeilen verkapselt. Der Sinn dieser Funktionen ist ja, dass, oder der Sinn solcher Bibliotheken ist ja, dass ich diese, es gibt 20 Varianten von 53 Browsern, dass ich die zusammenfasse, abstrahiere zu einer Zeile. Das ist da aber nicht gegeben, weil das ist tatsächlich mal ein Standard, der einfach auch umgesetzt wird, der mindestens in Firefox und Chrome und dem neuesten Internet Explorer funktioniert. Und ja. Also meine Erfahrung sowohl unter Android als auch unter iOS ist, dass da kommt halt dann für die Webseite einmal eine Frage vom Browser, darf diese Webseite die Adresse haben, ja oder nein, beziehungsweise allow or forbidden, was auch immer da kommt. Und dann funktioniert das. Also nicht dieses unterschiedliche Verhalten oder so, was du vorhin beschrieben hast, kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Also was auf meinem Telefon passiert ist und auch auf zwei... Was hast du für ein Telefon? Ich habe ein ganz altes, also ein Android 2.1. Ah, okay, ja, das, ich beziehe mich nur auf aktuelle Betriebssysteme. Da ist es so, dass wenn man draufklippt, kommt eine Meldung mit, ich weiß nicht, User provided no location oder sowas ähnliches. Und zwar, es gibt auch keine Möglichkeit, also der Browser fragt zwar an, aber sozusagen, es gibt keine Möglichkeiten, in die Einstellung geführt zu werden, wo ich erstens zulassen muss, dass der GPS, dass überhaupt auf den GPS-Dings zugegriffen wird. Kann natürlich sein, dass man das standardmäßig anhat. Viele Leute haben es standardmäßig nicht an. Und zulassen muss, dass der Browser das Ergebnis der Ortsbestimmung kennen darf. Das sind unter Android 2.1 zwei verschiedene Einstellungen. Es sind mindestens unter einer neueren Android-Version, und zwar war das 2.3x, weiß ich nicht. Das Gerät war ein Sony Xperia. Da war es auch so, dass es immer noch zwei verschiedene Einstellungen waren. Und das ist eben eine lange Aufgabe. Wenn ich dem Benutzer sagen muss, du musst jetzt in das Menü bla gehen, drei Ebenen tief, das umschalten und in das andere Menü gehen, bla, drei Ebenen tief und das umschalten. Also alles, was Android 2 hat, wird demnächst eh aussterben. Auf da würde ich gar nicht mehr so drauf schauen. Okay. Also einfach zurückmelden, kauf dir ein neues Telefon, oder? Okay. Hat noch jemand mit einer Frage oder Anmerkung? An Roland? Nicht der Fall. Danke, nochmal vielen Dank, Roland, für den Vortrag. Wir haben jetzt 30 Minuten Kaffeepause. Zeit, um vielleicht